Hallo meine Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Marco. Boom! Heute ein kleines Video zu meinen Fischen wieder, ganz normal zu meinem Aquarium. Ich wurde gefragt auf Instagram, was ich eigentlich so verfütter und warum ich so gegen dieses Fertig-Pelletfutter bin. Und da dachte ich einfach mal, zeige ich euch mal so, was ich jeden Tag verfütter, beziehungsweise schön abwechselnd. Und dann habt ihr mal einen kleinen Überblick, was ihr auch ohne Probleme verfüttern könnt. Eins vorweg, hat sich wieder ein bisschen was in mein Becken getan. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Weil, ihr wisst, es wird ja immer mehr. Mit dem Blaulicht, ne, kann man jetzt nichts machen, dass das Becken so kacke aussieht. Ich habe hier noch eine schöne große neue Pilzleder. Eine Goniopora haben wir auch noch da. Ja, ach ja, die kennt ihr noch gar nicht. Ich habe endlich mein Pärchen Mandarinfische. Schönes Männchen, schönes Weibchen. Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Also die Algen verschwinden immer mehr. Es dauert halt ewig. Ja, so. Und dann let's go hier. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Schneiden und ich habe darauf auch keine Lust mehr, mal das zu schnippeln. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ich zeige euch jetzt, was ich so im Durchschnitt verfütter, was ich täglich verfütter, was ich mal so zwischendrin gebe, was gute, günstige Alternativen sind. Ich zeige euch das mal eben. Passt auf. Also. Wir haben hier ganz klar Kristallgarnelen. Das ist ganz normales Frostfutter. Wartet mal, ich werde mal die Kamera hier hinstellen. So ist das ganz angenehm. Pass auf. Also, wir haben hier Kristallgarnelen. Die kennt eigentlich jeder. Frostfutter habe ich vom Aquaristik Großhandel, in meinem Fall vom Megazoo. Bin ich der Meinung, haben wir ganz gutes Zeug da. Mysis, ebenfalls von Megazoo. Nicht vergessen, wenn ihr Frostfutter verfüttert, das bitte immer spülen. Meine ganzen Hände stinken schon nach Fischfutter hier. Mysis, Kristallgarnelen, Lobstereier. Na, sind auch immer super, das Zeug. Sehr, sehr klein. Das mache ich meistens, mache ich davon mal noch ein bisschen Armsass rein. Kann man die Korallen ein bisschen zufüttern. Und ansonsten freuen sich die Krabbelfische auch drüber. Artemia. Schön Algen und alles. Anikatsch, Artemia. Ach, ist ja auch vollkommen egal, was es jetzt war. Artemia habe ich von einem anderen Laden. Könnt ihr nehmen, von wo ihr... Ah, nee, habe ich auch von Megazoo. Könnt ihr also nehmen, von wo ihr wollt. Hauptsache, ihr wisst, dass es eine gute Qualität hat. Hier haben wir Kriel. Ja, so kleine Mistviecher. Ist jetzt einmal Kriel fein. Habe ich auch nochmal in grob. So, das war jetzt das Frostfutter. Das Ganze habe ich zehnfach hier doppelt. Also, wenn ihr das mal seht, ich habe immer einen Bunker, falls man wirklich kein Geschäft irgendwas hat oder so, habe ich immer für meine Tiere genug da. Dann haben wir hier Ocean Nutrient Nurialgen, Red Marine Alge, mit Knoblauch versetzt. Stinkt wie der Teufel. Fuchsgesicht, Hawaii Doktor und eigentlich auch meine Demosellen und barschartigen Tiere gehen da alle ran. Garnelen und so weiter auch. Hat bislang nie geschadet. Nur nicht zu viel reinmachen, weil sonst der Phosphatwert einfach ansteigt. Und das ist auf Dauer einfach nicht schön. Wir haben hier eine gute, günstige Alternative. Da unten krümelt schon raus. Und zwar, ich habe es jetzt leider falsch rum aufgemacht. Das sind stinkordinäre Nori-Algen, geröstet und getrocknet. Da ist nichts weiter dran, aus dem China-Geschäft. Kostet die große Packung mit 25 Gramm, sind 10 Blätter. Ich weiß nicht, gezahlt habe, 5 Euro oder so. Also um einiges günstiger als in eurem Aquaristikladen. Die zerhacke ich mir meistens und mache sie klein und schmeiße sie dann nebenbei mal rein. Da freuen sich die Tiere immer. Und das war's auch. Also ansonsten fütter ich nicht groß was zu. Ab und zu mal ein Stück Gurke. Muss man natürlich immer aufpassen in den Phosphatgehalt. Der steigt mit allem einfach an. Das ist, ja... Und so Kleinigkeiten, mal ein Stück Salatblatt oder so, aber davon echt wenig. Auch meine Zufütterung haben musste ich gegebenenfalls einfach ändern. Weil ich gemerkt habe, mit dem alle zwei Tage wird es zu knapp. Gerade mein Flammkaiserfisch musste ich dadurch beschäftigen. Ja, der hat angefangen immer überall zu picken und zu machen und zu tun und ging mir auf den Senkel, deswegen musste ich da einfach ein bisschen mehr. Also fütter ich jetzt nicht mehr alle zwei Tage, wie ich es sonst gemacht habe und dann große Portionen, sondern ich fütter jetzt kleinere. Um genau zu sein, nehme ich immer zwischen drei und vier Würfel, je nachdem was ich verfütter.
verfütter ich jetzt sowas wie Creel Fein, nehme ich ruhig 4 Würfel, mische die natürlich dann mal mit Artemia, Mysis, whatever. Ja, und Kristallgarnelen soll man nicht so oft füttern, machen die Tiere fett. Ein Würfel habe ich eigentlich Minimum immer drin pro Tag. Da habe ich gar keine Probleme mit. Und ja, die verfütter ich dann einfach und dann sind die Tiere glücklich. Wisst ihr, wie ich meine? Also, der Kaiser hat dadurch aufgehört, einfach überall dran zu picken. Den beschäftige ich ein bisschen, auch mit den Algen. Ich muss den in Klemme machen. Also, ich muss den wirklich beschäftigen. Und das klappt eigentlich sehr gut. Also, mein Phosphat halte ich, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich runtergegangen bin. Ich habe den ja auf 1 gehalten. Und jetzt halte ich den mittlerweile auf 0,03. Es ist immer noch zu hoch, Akroporen zu halten, aber für meine Ansprüche reicht es einfach. Für meine Euphilien, Katalophilien, Gorgonien etc., was ich halt halten möchte, funktioniert es. Ja, es funktioniert gut, der Wert. Ja, das passt eigentlich. Calciumwert fahre ich jetzt in 430er. Magnesium 1320 hatte ich. Phosphat 003 und Nitrat 10. Das sind meine Werte, die ich fahre. Des Weiteren dosiere ich halt täglich mein Jod und meine Aminosäuren dazu. Da muss ich euch was zeigen, da habe ich nämlich auch umgestellt. Ja, ihr wisst ja, ich bin, eigentlich ändere ich nicht gerne was, aber ich habe halt angefangen, mit dem Jod habe ich ja schon vorher gemacht und jetzt ist halt noch, die Aminosäuren sind jetzt noch dazu gekommen. Und ich habe ein tolles Licht, passt auf. Das ist natürlich sehr nice. Kennt ihr ja mein Technik-Bag mit Abschirmer, Pipapo, meine Anlage hier. Das ist ja mein Jod, was ich zudosiere, das kennt ihr jeder, das ist Jod 24. Und mittlerweile dosiere ich jeden Tag 7 Tropfen Amino 24. Einfach um nochmal Aminosäuren ein bisschen zuzumachen. Ich muss dazu sagen, ich dosiere unter, stell mal hier hin. Ich dosiere weitaus unter dem, was eigentlich dosiert werden muss, ja. Und also das heißt weit, das sind ein paar Tropfen. Ich glaube, auf 50 Liter kommt ein Tropfen. Ich dosiere hier für 400 anstatt für 500 Liter. Ich habe 490 oder 450, irgendwie sowas in dem Dreh. Das passt. Ja, ansonsten hat sich nichts groß geändert. Immer noch Spindel-Time, Watte, allem drum und dran. Ah ja, ich habe mir mal ein neues Lightweight-Messgerät gekauft. Ja, eigentlich genau das gleiche, was ich damals hatte, aber irgendwie misst das nur Scheiße. Das misst absolut Mist. Und dementsprechend habe ich mir jetzt nochmal eins bestellt. Ja, ansonsten für die, die wissen wollten, ob ich jetzt mit Robafos weiterarbeite oder mit dem Elimifos Rapid. Ich arbeite immer noch mit dem Elimifos Rapid. Dort sind es alle 2 Tage 1 Milliliter, den ich dosiere, um den Wert runterzukriegen. Habe ich gar keine Probleme mit. Wohlgemerkt, muss ich heute noch machen. Ja. Mittlerweile arbeite ich viel von Hand wieder. Mit Dosierpumpe und alles ist zwar gut, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, ihr wisst, ich bin ein misstrauischer Mensch und von daher. So, hier haben wir jetzt 1 Milliliter drin. Ein kleines Mini-Tutorial. Das müsst ihr natürlich auf eure Werte abstimmen. Ja. Also ihr könnt jetzt nicht einfach das nehmen und sagen, das ist gut. So, für die Leute, die sowas hier. Ich schneide mir meine. Ich habe ja die Kammern. Ich habe ja das Red Sea Reefer. Ist die Kamera unscharf oder bin ich dumm? Ja, die stellt nicht wirklich scharf. So, und ist auch egal. Ich habe ja hier hinten diese Kammern. Das kann ich euch mal zeigen. Hier hinten habe ich ja die Kammer und hier liegt ja immer noch Filterwatte mit zusätzlich drin. So, und dann nehme ich einfach diese 1 Milliliter Spritze. Hier habt ihr ja die verschiedenen Kammern, hier kommt es ja runter, dann läuft es in die Hauptkammer und dann in die gefilterte Kammer für die Rückförderpumpe. Und da spritze ich das einfach rein und dann kann man das ganz schnell oben sehen. Mal gucken, ob ich das noch drauf kriege. Oh, ist das hell? Nee, das wird nichts. So, jetzt, da sieht man es leicht neblig oben rauskommen. Und zwar passiert es direkt, wenn er anfängt, den Phosphatwert zu binden, den Phosphat zu binden. Ja, das ist mal ganz gut. Dadurch halte ich meine Werte konstant und das Becken sieht gut aus, wie immer. Wenn jetzt die Algen weg wären, würde ich mich richtig gut freuen. Jetzt will ich daneben noch ein Becken aufbauen mit Süßwassergarnelen, Neocaridina, so wie ich sie früher gezüchtet habe. Und dann hoffen wir mal einfach, dass es alles so wird. Ich werde weiter berichten. Sorry, dass ich so lange inaktiv bin oder war.
aber manchmal fehlt einem dann die Lust und dann weiß ich gar nicht, was ich euch erzählen soll. Und dann kommt einfach wenig Feedback von euch und schreibt mir ein paar wieder auf Instagram, das ist schön. Schreibt mir ruhig auf YouTube, das ist einfach, ich möchte einfach auch, dass der YouTube-Channel ein bisschen in Gang kommt. Ich freue mich über meine 200 Subs, die ich habe, so. Das sind alles, also, was heißt alles liebe Leute, aber die, die mir schreien, so, das scheinen alles vernünftige, nette Leute zu sein und das passt. Also, meine Freunde, vergesst nicht hier zu abonnieren, seht euch die anderen beiden Videos an, wenn ich sie verlinke und Bock drauf habe. Und ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Ich hoffe, ich bin nicht zu faul und dann erzähle ich euch mal was, warum ich ein bisschen mein Bart wachsen lasse und was ich mit dem Becken noch so habe. Also, peace, adios, ich bin raus.